Herzlich willkommen bei meinem nächsten kollektiven Vollmond-Auswahl-Orakel, jetzt im Oktober 2023. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich halte diese Vorgeschichte recht kurz. Ich mag nur erzählen, welche Überschrift dieses Orakel dieses Mal hat. Der Berg ist ständig herausgefallen. Der Berg hat so viele Bedeutungen und du kannst für dich reinfühlen, was für dich jetzt stimmig ist, bezogen auf die Überschrift dieses Auswahlorakels. Es fehlt der Solarplexus-Chakra als Karte hinzu. Und welche Herausforderungen hast du gerade persönlich bezogen auf dein Solarplexus-Chakra? Die Herausforderung steht hier für den Berg. Wo stehst du in deinem Selbstwert? Wo stehst du in deiner persönlichen Macht? In diesem Ich bin? Gibt es ein Thema, was für dich eine Herausforderung ist, oder gibt es ein Thema mit Stillstand und Blockaden? Wo stehst du? Stehst du vor deinem Berg? Bist du schon am Hochmarschieren oder bist du ganz oben? Hast dein Thema in Heilung gebracht oder gut gelöst und kannst damit sein und bist neugierig, wie es weitergeht. Es ist alles möglich. Vielleicht siehst du den Berg auch erst von weitem und marschierst darauf zu. Ich denke, das wird sich in der Legung zeigen und ich denke, auch du selbst wirst jetzt selbst schon fühlen, wo du stehst. Es gibt drei Auswahlsymbole, die kamen heute zu mir. Das Wasser, das Feuer und die Erde. Und schauen wir mal einfach, was für kollektive Energien sich hier zeigen möchten. Fühl rein, ob es für dich stimmig ist. Wenn nicht, ist es vielleicht heute nicht der Fall. So, dann mag ich mich noch kurz bedanken, dass das Thema Balance im Austausch von Geben und Nehmen hier für meine kollektive Legung so ganz langsam wächst. Ich habe wundervolles Feedback bekommen auf persönliche Legungen, die ich gemacht habe, die mein Herz tief berührt haben, weil ich berühren durfte. Und ja, wo ich gerade dabei bin, ich kann auch gerne mit dir über Kameracall in Kontakt treten, falls du eine private Legung haben möchtest. Aber all diese Informationen findest du auch auf meiner Homepage. Ich habe gesagt, ich halte die Verbindung heute von mir zu dir kurz. Vielleicht weißt du schon, ob du heute weiterschauen möchtest und vielleicht möchtest du das heute auch nicht. Dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal wieder. Ja. Ich mag heute gar nicht viel erzählen. Ich habe alles vorbereitet. Ich gehe da mal auf Reise. Alles Liebe dir. Ciao. So, du hast dich für das Element Erde entschieden. Die Erde liegt auf einem Herzteller. Es in Herzform darauf gelegt. Die Farben Blau und Grün. Grün ist Herzenergie. Blau ist Kommunikation. Der erste Impuls, der mir kam, erde dich, ruhe dich aus, das war irgendwie ganz wichtig, lande mal bei dir, gönn dir Ruhe, weil es etwas zu reflektieren gilt. Anfänglich erzähle ich ja, da ist der Berg, da ist der Solarplexus. Ich weiß nicht, siehst du den Berg? Stehst du vor ihm? Bist du schon auf der Wanderschaft nach oben oder bist du schon oben angekommen? Es geht um das Thema Solarplexus-Chakra. Ich bin deine persönliche Macht, dein Selbstwert, die Farbe Gelb. Wenn du in die Ruhe gehst, kannst du mit deinem Herzen kommunizieren.
Und vielleicht, also du selbst weißt ja, auf welcher Etappe du gerade stehst. Und egal, wo du gerade stehst, es gilt jetzt zu reflektieren. Und deswegen gucke ich mal nach der ersten Karte. Das ist der Flamingo. Und da steht, sei geduldig mit dir selbst und gönne dir Pausen. Das passt doch wunderbar. Dann stehst du in deiner eigenen Sonne, Solarplexus, und hier ist eine Sonne drauf. Der Flamingo steht auf einem Bein, das heißt, er hat seine innere Balance. Und du gehst nun in dich. Und du atmest ein und atmest aus. Und ich weiß jetzt nicht, warum ich dir das sage, aber die nächste Karte erzählt, öffne Open your mind, open your heart. Lass Bilderwelten entstehen, während du in der Erde ruhst und deinem Herzen lauschst. Vielleicht auch während du mir zuhörst. Weil bei den Lenormand-Karten fiel nur das Haus heraus. Das Haus ist ja eigentlich ein Ort der Sicherheit und ein Ort der Geborgenheit. Dein Zuhause. Vielleicht geht es sekundär, also nebensächlich auch um dein Wohnen. Vielleicht suchst du ein neues Zuhause oder hast ein neues Zuhause gefunden oder richtest du dir es in deinem alten Zuhause neu ein. Aber das ist nur sekundär. Ich habe, weil keine andere Karte dazu herausgefallen ist, war für mich ganz klar, es geht um deine Persönlichkeit. Du hast einen Keller, du hast all diese Geschosse. Fühl dich mal durch alles durch, fühl dich mal durch deinen Körper durch. Wie sehr fühlst du deinen Körper derzeit? Oder bist du am Funktionieren? Mach mal Atemübungen oder wirklich Körperübungen im Sinne von durch deinen Körper durchzuwandern. Ich lerne gerade so eine schöne Geschichte, wo man im eigenen Körper einen Kraftort findet, eine Kraftressource findet. Oder wander jetzt einfach mal, wie vorhin schon gesagt, in dein Herz und schau, was es dir sagen möchte. Lausch deiner Seele. Was steht an? Und dann kam als nächstes die Aura Soma Karte, Farben der Engel von der Frau Willing. Und da haben wir wieder das Gelb vom Solarplexus. Bei diesen Karten muss ich nachschauen, was sie bedeuten, aber wir haben wieder das Gelb vom Solarplexus. Welches Thema mag da noch angeschaut werden? Wo gibt es vielleicht eine Herausforderung oder eine Blockade? Wo bist du dir vielleicht etwas noch nicht wert und lenkst dich derzeit ab mit anderen Geschehen und Erlebnissen und Erledigungen und funktional zu sein, statt dir mal ganz bewusst die Ruhe zu gönnen, in dich zu fühlen, was jetzt dran ist? Diese 51 ist in diesem Buch der Meister der persönlichen Ziele, Kutumi. Deine persönlichen Ziele, die Engel und die lichte Welt sind eins.
Diese Karte möchte, dass du in dich gehst. Sie möchte, dass du Zielgerichtetheit entwickelst. Etwas steht an und will getan werden. Aber Entscheidungen, die anstehen, möchten nicht nur mit dem Verstand getroffen werden. Hier heißt es, deine persönlichen Ziele, die geistige Welt, die Engel, die lichte Welt, sie sind eins. Also kommuniziere, schaut mal, Herzenergie blau, Herz Erde. Kommuniziere mit den Naturwesen. Probier es einfach mal. Aber vielleicht hast du es auch schon und hast es wieder vergessen oder beiseite geschoben. Oder denkst gerade nicht dran. Vielleicht warst du auch zu lange nicht mehr in der Natur. Oder zu oberflächlich in der Natur. Nimm dir mehr Zeit mit dir und Mutter Erde. Und verbinde dich mit dem Herzen von Mutter Erde. Und du kannst auch gerne nachschauen, wer Meister Kutumi ist. Ich kenne den nicht. Aber vielleicht findest du hier noch Antworten für dich. Weil die nächste Karte ist auch wieder der Solarplexus. Dein Solarplexus meldet sich. Bring deine Kraft in die Welt. Wie steht es um dein Selbstwertgefühl und die Beziehung zu dir selbst? Jetzt schaut mal, schau mal wirklich. Wir haben hier die Sonne. Du sollst ruhen. Mit Mutter Erde dich verbinden, mit deinem Herzen dich verbinden, mit den Naturwesen kommunizieren. Wo stehst du in deiner Persönlichkeit, vor allem im Selbstwert? Und die Überschrift ist ja auch Solarplexus Chakra. Und hier ist er nochmal. Welche Entscheidung steht an? Ich habe das Gefühl, es steht eine Entscheidung an für dich. Für dich. Dass du dich in deiner ganzen Kraft zeigst. Bringe deine Kraft noch mehr in die Welt. Und da passt auch der Vermummte. Da ist auch wieder das, die Laterne, das Licht. Schaut mal, Moment. Das sieht ja fast schon weihnachtlich aus. Hol dir dein Licht zurück. Geh in dich, verbinde dich mit dir, verbinde dich mit dem Herzen von Mutter Erde. Da ist noch ganz viel Licht in dir, Potenzial in dir, Kraft in dir. Ach, bitte erzähl's mir, wenn du es gefunden hast. Das fühlt sich so schön an. Es ist so. Du kannst es glauben. Es ist wirklich so. Und was du finden wirst, ist die Königin der Gefäße, der Lachs. Im normalen Tarot ist es die Königin der Kelche. Und da ist wieder dieses Wasser, wieder ist es am Fließen, wieder ist es die Verbindung zu den eigenen Gefühlen und Emotionen, wie auch im Symbol Wasser. Die weibliche Seite in dir, egal ob du Mann oder Frau bist, es geht darum, dir zu vertrauen. Das, was du fühlst, mit den Naturwesen verbinden, mit der geistigen Welt verbinden, das, was du siehst und hörst. Du bist verbunden. Du kannst es glauben, es ist echt. Leg deine Hand mal auf dein Herz und fühl rein. Fühl deinen Herzdiamanten. Und schau mal, wie viel Kraft in dir steckt, wie der Lachs
der seinen Weg auch gegen den Strom schafft. Träume, Visionen, vertrau deinen Gefühlen, sie wollen gelebt werden. Lass deine weibliche Seite vollständig erblühen. Das ist jetzt dran. Und jetzt schauen wir mal, was das dann am Ende ergeben wird. Ja, schau mal her. Wieder ist es so, dass es ein bisschen der Berg als Überschrift, Blockade oder Herausforderung. Vielleicht hast du das als Kind schon sehr stark gelebt, diese Gefühlswelten, diese Verbindung zu der anderen Welt. Und es wurde dir abgesprochen und du hast es im Laufe der Zeit verloren und glaubst nicht mehr daran. Aber schau mal, hier ist die Hasenmama mit ihrem Hasenkind und nimm diesen Anteil in dir an, hol ihn zu dir zurück. Du hast diese Verbindung. Ja, so schön. Dann schauen wir mal, was die Karte noch heißt. Ich vertraue mir, ich vertraue dir, ich vertraue dem Leben. Voll Vertrauen in dich und die Welt kannst du den Himmel berühren. Und so sagst du, die Hasenmama, der Hase ist ein Herzchakra-Tier, zu deinem kleinen Hasenkind, das du zu dir zurückgeholt hast, ich glaub dir jetzt, dass du Elfen siehst und Gnome siehst und Zwerge siehst und dass du mit den Engeln sprechen kannst und dass du verbunden bist und die hörst und siehst. Ich glaub dir jetzt. Kleines, ich vertraue dir und deswegen vertraue ich mir und jetzt vertraue ich dem Leben. Und voll Vertrauen in dich und die Welt werden wir gemeinsam den Himmel berühren. Ist das nicht schön? Ja, da mag ein Anteil zu dir zurückkommen. Und den kennst du sicherlich schon sehr gut. Aber vielleicht hast du ihn auch vergessen. Dann geh mal auf Entdeckungsreise. Und finde das, was zu dir zurückkommen möchte. Ich wünsche dir eine schöne Forschungsreise in dein Herz, in deinen Körper, ins Herzen von Mutter Erde und ein schönes Willkommensfest, wenn die Kleine wieder in deinem Leben ist. Ja, das war's für heute. Ich verbleibe mit allem Liebe für dich in Peace and Love. Ciao.